Die weiten Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, wurden allesamt mit der DJI Mavic 2 Pro aufgenommen. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Mein Name ist Jan und in diesem Video klären wir die Frage, ob sich die DJI Mavic 2 Pro auch über anderthalb Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch lohnt. Am besten fangen wir direkt an mit dem... Ich spreche zuerst einmal allgemein über die Drohne. Ich finde, sie lässt sich sehr gut steuern, auch bei Wind und über Distanz. Offiziell sind 8 Kilometer angegeben, aber auch wenn ich diese Erfahrung nie brauchte, habe ich immer eine flüssige Verbindung. Für mich war die Mavic 2 die erste Drohne, aber mit etwas Gefühl in den Fingern kann man schnell smooth Aufnahmen machen und das nicht nur bei langsamen Objekten. Man kann auch in einen Sportmodus wechseln und schnelle Objekte mit bis zu 72 Stundenkilometern verfolgen. Im Sportmodus werden die Sensoren, die sonst in jede Richtung außer oben genug Abstand zu Objekten halten, abgestellt. Daher kann man den Sportmodus auch gut nutzen, um diese coolen Shots zu machen, wenn man durch engere Dinge fliegt oder die Drohne für ein Langzeitreview von nahem in der Luft filmen möchte. Allerdings ist das Ganze nicht uneingeschränkt möglich. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass in der Innenstadt eine Sicherheitszone ist, in der man zwar technisch fliegen kann, aber die Sensoren lassen sich dort nicht abschalten. An der Seite der Fernsteuerung kann man nicht nur schnell in den Sportmodus wechseln, sondern auch in den Stativmodus. Den habe ich bisher aber genauso wenig benutzt wie die einstellbaren No-Friend-Modi. Beim Ausprobieren hatte ich das Problem, dass die Drohne nicht nur die Objekte immer relativ in der Mitte halten möchte, was bei der Rule of Third nicht ganz so gelegen kommt, aber auch, dass die Drohne Probleme hatte, die Geschwindigkeiten anzupassen und dann immer mal wieder abbremsen musste, was nachher nicht so schön aussah. Daher steuere ich die Drohne lieber ganz selber. Das geht vor allem auch gut, da die Fernsteuerung, wie ich finde, sehr intuitiv ist und gut in der Hand liegt. Allerdings fängt sie ja beim Akkustand der Drohne von 25% an laut zu piepen und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, es auszustellen. Besonders in der Öffentlichkeit. Es ist echt unangenehm, wenn man etwas fliegt, wovon die Fernsteuerung ein lautes Piepen macht. Die Leute gucken dann entweder irritiert oder machen den Anschein, dich gleich einfach überwältigen zu wollen. Es ist natürlich wichtig zu wissen, dass die Mavic 2 Pro nicht das High-End-Modell ist und damit nicht pauschal für alle im professionellen Bereich geeignet. Die Drohne schafft mit ihrem 1 Zoll Hasselblatt-Sensor 4K und maximal 30 FPS. Bei der Phantom 4 Pro sind es beispielsweise auch 60 Frames in der Sekunde. 60 FPS sind bei der Mavic nur in 2,7K möglich und 1080p sogar mit 120 FPS. In der Praxis war ich aber bisher noch nie in einer Situation, wo ich mehr als 25 FPS gebraucht habe. Meistens filme ich allerdings in 30 FPS, da man im Nachhinein das Video um 20% verlangsamen kann, was die Footage etwas smoother macht, aber nicht nach Slow Motion aussehen lässt. Außerdem habe ich lieber eine 4K-Auflösung als beispielsweise 60 FPS. Videos kann man zudem mit 10-Bit und dem flachen Farbprofil D-Log aufnehmen. Dadurch hat man viel Spielraum in der Nachbearbeitung, ohne dass Farben und Helligkeiten direkt vermatschen. Als Codec verwende ich hierbei H265, da dieser eine geringere Komprimierung hat und so mehr Details als bei dem eher standardmäßigen Codec H264 zu sehen sind. Trotz der Freiheit in der Post empfiehlt es sich nicht, die Highlights zu überbelichten. Dafür nutze ich einen ND-Filter, aber bei der Mavic 2 Pro lässt sich auch die Blende zwischen 2,8 bis 11 variieren, um die Helligkeit noch feiner zu justieren. Viele haben sich am Anfang beschwert, dass man sich zwischen wirklich guter Bildqualität und einem Zoom entscheiden muss. Allerdings kann man auch bei der Mavic 2 Pro zoomen. Das ist zwar nicht stufenlos und optisch möglich, allerdings ist die Auflösung des Sensors größer als für 4K nötig. Daher kann man entweder den ganzen Sensor nutzen, wie es standardmäßig eingestellt ist, oder man kann nur den für 4K benötigten Bildbereich nutzen und hat so einen sichtbaren Crop, um näher an Objekte ranzukommen, ohne wirklich näher ran zu fliegen. Die ganze Kamera hängt an einem kleinen Gimbal, das wirklich immer einen guten Job macht. Ich hatte noch nie Probleme. Wenn man aber den Filter wechseln möchte und das Gewicht etwas unterschiedlich ist, muss man die Drohne neu starten, damit sie das Gimbal neu kalibrieren kann. Ansonsten hat man ein Zittern in den Aufnahmen. Da nun mal ein 1 Zoll Sensor verbaut wurde und das Objektiv 28 mm entsprechen soll, ist ein starker Weitwinkel verbaut. Das Problem daran ist, dass, wenn es gerade Linien im Bild gibt und die Kamera nicht ganz darauf ausgerichtet ist, man Verzerrungen sieht. Diese lassen sich zwar zum größten Teil in der Post entfernen, aber dennoch ist es nicht optimal. Bilder werden mit 20 Megapixel gemacht und sind wirklich sehr scharf. Man kann auch eine Belichtungsreihe machen, um eine Dynamic Range von 14 Stops zu bekommen. Man sieht also noch Details in hellen und dunklen Bereichen vom Bild. Ich war mit den Bildern immer zufrieden und man hat sogar in der Post noch die Möglichkeit, etwas reinzuzoomen, ohne einen großartigen sichtbaren Qualitätsverlust zu haben. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass es wie beim Vorgänger die Möglichkeit gegeben hätte, die Kamera um 90 Grad zu drehen, um auch Hochkantbilder machen zu können. Ich hätte es noch nicht oft gebraucht, aber ab und zu wäre es doch ganz schön gewesen. Meine Erfahrung kennst du jetzt, aber stellt sich natürlich weiterhin die Frage, ob sich die Drohne nun lohnt oder nicht.
Naja, man muss bedenken, es gibt mittlerweile Alternativen von anderen Herstellern. Teilweise sogar mit 4K 60 FPS und günstiger. Aber dann verzichtet man auf einen großen Sensor, Hinderniserkennung oder einen 8 GB internen Speicher, der einem echt mal das Leben retten kann, falls man seinen Speicher gerade vergessen hat. Allerdings würde ich sagen, die Drohne lässt sich eigentlich genauso einschätzen wie am Anfang, als sie erschienen ist. Gerade durch die Möglichkeit zum Falten, das geringe Gewicht von unter einem Kilo, ist die Drohne eigentlich gut für YouTuber, Reisende und kreative Selbstständige, die nicht die ultra krassen Ansprüche haben. Aber man muss auch bedenken, dass bald wahrscheinlich der Nachfolger kommt, mit Gerüchten, dass er sogar 4K 60 FPS kann. Wenn man also noch etwas Zeit hat, dann würde ich noch vielleicht warten und mal gucken, was die Mavic 3 bringt. Wenn man jetzt schon eine Drohne braucht, dann ist es auch kein Problem, die jetzt schon zu kaufen. Man kann ein gutes Gewissen dabei haben. Ich bin auf jeden Fall glücklich mit dieser Drohne und froh, dass, wenn man mal kommerzielle Projekte hat, auch darauf auf eine eigene zurückgreifen kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie da sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao!